Ihr Lieben, ich bin Kevin von Runners Flow. Heute geht es um Superkompensation. Was ist das? Wie kannst du das für dich nutzen? Und welche Bedeutung spielt überhaupt Regeneration im Training? Das alles gibt's hier in diesem Video. Stell dir folgende Situation vor. Du gehst nach draußen auf deine Trainingsrunde und laufen. Was dabei passiert ist, dein Körper ermüdet systematisch, je länger du trainierst. Das heißt, dein Körper verbraucht Fette, der verbraucht Kohlenhydrate, der verbraucht Flüssigkeit. Deine Muskeln, Sehnen, Bänder und Gelenke ermüden. Das führt direkt nach dem Training zu einer Leistungsminderung. Dein Körper ist zunächst mal damit beschäftigt, die neuen Reize, die du ihm während des Trainings gegeben hast, zu verarbeiten. So, und jetzt kommt der Begriff Superkompensation ins Spiel und den erkläre ich dir am besten anhand einer Grafik. So, und dann habe ich dazu mal so eine hübsche Grafik gezeichnet. Und zwar haben wir hier auf der Y-Achse einmal einen Leistungsanstieg bzw. einen Leistungsabfall. Und auf der X-Achse ist die Zeit. Wenn wir jetzt ausgehen hier von diesem blauen Punkt, das ist unser Belastungsreiz. Also sprich, wir gehen laufen. Was dann natürlich während des Laufens und danach passiert, ist, unsere Knochen, unsere Sehnen, unsere Gelenke, die ermüden. Das heißt, hier haben wir zunächst mal einen Leistungsabfall. Jetzt gehen wir natürlich her und regenerieren. Und dann steigt im Laufe der Regeneration dieser Graph wieder, und zwar über diese Achse hinaus, das heißt über das Ausgangsniveau hinaus, und kommt dann zu einem Punkt, den ich hier mal in Rot markiert habe, nämlich dem optimalen Zeitpunkt, wo man dann wieder den nächsten Trainingsreiz setzen sollte. Und eben das hier bezeichnet man dann eben als die Superkompensation. Also, dass deine Leistungsfähigkeit über das ursprüngliche Ausgangsniveau hinausgeht. So, und wer das Prinzip jetzt einmal verstanden hat, der weiß auch, warum Regeneration beim Laufen so wahnsinnig wichtig ist. Weil das ist gerne mal ein Teilbereich, den Läufer einfach hinten überwerfen und sagen, ach komm, ich trainiere trotzdem. Regeneration ist wirklich wahnsinnig wichtig und das lässt sich eben anhand der Superkompensation besonders gut erklären. So, und jetzt kannst du dich natürlich fragen, wie lange soll meine Regenerationszeit denn nun gehen? Eine sehr gute Frage und darauf gibt es keine pauschale Antwort. Ich will dir aber vier Messgrößen nennen, die direkten Einfluss darauf haben, wie lange deine Regenerationsfähigkeit oder deine Regenerationszeit sein sollte. Das ist einmal der Umfang, den du gelaufen bist, also wie viele Kilometer. Das ist die Dauer, also wie lange bist du gelaufen. Das ist die Intensität, also wie schnell bist du gelaufen. Und das vierte ist die Dichte. Klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, wenn wir es aber aufs Intervalltraining beziehen, heißt das ganz konkret, wie viele Intervalle hast du denn gemacht, wie war deine Pausenzeit dabei und wie schnell bist du die Intervalle gelaufen. Das war Superkompensation kompakt erklärt. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und du kannst daraus einen Mehrwert für dein Training ziehen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen YouTube-Kanal und nicht vergessen, die Glocke anzuklicken, damit du auch immer informiert wirst, wenn ein neues Video bei mir auf dem Kanal erscheint.